Suchmaschinenoptimierung eignet sich ideal, um kaufkräftige Interessenten zu erreichen, zu überzeugen und die Anfrage bzw. den Kauf über die eigene Internetseite, den eigenen Shop zu starten und zu bekommen. Und warum Suchmaschinenoptimierung hier auch im Gegensatz zu Werbeanzeigen deutlich besser performen kann, das sage ich dir in diesem Video. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Wir machen Suchmaschinenoptimierung für Hersteller, Händler, Dienstleister, aber auch Online-Shops mit genau diesem Ansatz, nämlich dass wir Anfragen generieren, dass wir Verkäufe erzielen, dass wir genau das von den Benutzern, den Besuchern deiner Internetseite motivieren und abverlangen, was du von ihnen haben möchtest. Und dafür ist natürlich ganz wichtig, diejenigen zu erreichen, die du brauchst, also die dein Angebot überhaupt interessiert. Und mit Werbeanzeigen, mit klassischen Ads, sorgst du dafür, dass Menschen auf dich aufmerksam werden, dass sie auch in einem passiven Moment sagen, hey, das interessiert mich, das motiviert mich, diese Seite mal anzuschauen. Und dann wirst du wahrscheinlich, wenn du in diesem Bereich schon aktiv bist, die Erfahrung gemacht haben, dass ein ganz kleiner Prozentsatz derjenigen, die auf deine Internetseite kommen, auch kaufen oder anfragen. Bei SEO ist es anders. Ich hatte jetzt gerade dieses Gespräch gestern noch mit einem Kunden, der für sechsstellige Beträge monatlich Werbeanzeigen schaltet und der gesagt hat, hey, irgendwie bekomme ich hier fünfstellige Erträge durch euch, aber irgendwie sind das doch so wenige Besucher, wie kann das denn sein? Der konnte also nicht nachvollziehen, warum wir einen hohen Betrag erwirtschaften konnten durch Suchmaschinenoptimierung, gemessen an den Besuchern, die er auf seine Internetseite bekommt, proportional zu dem, was er eben in Werbeanzeigen macht. Also hier kommen 1000 Leute rein für x Euro Werbeanzeigenbudget und hier kommen unter 100 Leute rein für SEO-Maßnahmen oder durch SEO-Maßnahmen, die aber sehr, sehr, sehr viel Geld bringen lassen. Woran liegt das? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir schaffen es mit Suchmaschinenoptimierung, diejenigen zu erreichen, die ihren Bedarf äußern, die ihn ganz konkret formulieren und natürlich auch genau in diesem Momentum sind, ich möchte jetzt eine Lösung haben, ich möchte jetzt etwas kaufen, ich möchte etwas anfragen, ich möchte überzeugt werden, damit ich genau da, wo ich jetzt lande, auch das tätigen kann, das machen kann, was ich gerade in diesem Moment machen möchte, nämlich was zu kaufen. Wenn wir das also jetzt nochmal auf diesen Online-Shop-Gedanken adaptieren, dann nehmen wir einfach mal dieses Beispiel, als Mann auf eine Hochzeit zu gehen und zu wissen, hey, ich brauche tolle, schicke Schuhe, dann kann ich natürlich jetzt sagen, okay, ich suche Schnürer. Klassische Business-Schuhe, klassische schicke Schuhe, aber das ist natürlich total inflationär und das Ergebnis wird wahrscheinlich auch einfach sein, dass ich irgendwie viele unterschiedliche Shops mit vielen unterschiedlichen Designs finde und deswegen konkretisiere ich meine Suchanfrage und ich sage wahrscheinlich eben, braune Schnürer Herren oder elegante Schuhe braun Herren oder irgendwie sowas, ne? Und gebe dann auch in diesem Zusammenhang vielleicht sogar schon meine Schuhgröße ein, vielleicht gebe ich eine Marke mit ein. Und durch diese Phrase sorge ich natürlich dafür, dass ich erstens meinen Bedarf sehr konkret formuliere, zweitens auf der anderen Seite das Angebot oder das, was mir angezeigt wird, auch sehr konkret ausgespielt wird von Google. Und auch hier an der Stelle, selbst wenn du jetzt sagst, hey, ich bin ein B2B-Unternehmen, hey, ich habe so ein erklärungsbedürftiges Produkt, genau das Gleiche funktioniert auch für B2B-Unternehmen. Und genau das machen wir hier tagtäglich für Industrieunternehmen, für Hersteller, Händler, Dienstleister aus ganz spezifischen Bereichen. Ich nehme jetzt extra dieses Schuhbeispiel, weil es eben so plakativ ist und weil es das sehr schön deutlich macht. Wir könnten auch über Restaurants sprechen, Sushi, Restaurant Köln, vegan oder sowas, ne? Also was es halt eben einfach sehr, sehr deutlich macht, was auf der anderen Seite für ein Mensch sitzt, was er haben möchte. Und jetzt komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Nur wenige Menschen suchen so dezidiert. Ja, selbst wenn es nur 60 Leute sind, aber von diesen 60 werden mit Sicherheit 1, 2, 3, 5, 10, 20 Menschen kaufen wollen. Und wenn du davon einen gewissen Prozentsatz eben erreichst, dann reicht es vollkommen aus, dass da von diesen 60 30% auf deine Internetseite gehen, davon 5% kaufen. Und zack, hast du schon eben eine gute Verkaufsquote. Und das ist eben gerade im Vergleich zu klassischen Werbeanzeigen ein ganz anderes Vorgehen, auch ein, wenn man so will, viel smarteres, entspannteres Vorgehen, weil du eigentlich mit deinem Angebot nur die Hand heben musst und sagen musst, hey, mich gibt es, ich habe das, was du suchst, ich habe die Antwort, ich habe die Lösung, ich habe das Produkt, ich habe die Dienstleistung, irgendwas, was dir hilft in deiner Situation. Und genau das machen wir hier sehr konkret für die Unternehmen, die wir betreuen. Und wie gesagt, auch wenn es jetzt ein B2C-Beispiel war, wir sind absolut erprobt im B2B-Markt mit Industriethemen, mit sehr erklärungsbedürftigen Themen. Und wenn du wissen möchtest, wie wir auch in deinem Markt die Zielgruppe erreichen können und wie wir sie überzeugen können und welches
welcher monetäre Wert auch auf der anderen Seite steht, dann melde dich gerne mal. Wir schauen uns das Ganze mit dir gemeinsam an, bewerten es und helfen dir dabei, die richtigen online zu erreichen und zu überzeugen mit deinem Angebot. Schau gerne mal auf www.philposch.de. Ich freue mich aufs Gespräch. Bis dahin.